Moin Moin und herzlich willkommen zu deinem neuen Sportwetten-Video auf deinem hoffentlich Lieblings-Sportwetten-Kanal. Heute geht es in die zweite Bundesliga, in den zweiten Spieltag und zwar nach einem ganz neuen Format. Das Format heißt Kai tippt und heute ist der erste Aufschlagpunkt dazu. Also ich würde sagen, es geht direkt rein in das Video nach dem Intro. Hallo Kai, schön, dass du heute dabei bist. Heute Kai tippt, ein ganz neues Format. Hi Tim, ich grüße dich. Ja, wir haben uns mal was anderes überlegt, ein bisschen interessanter das Ganze zu gestalten, ähnlich angelehnt, vielleicht wie das ein Radioexperte macht. Wir wollen nämlich den ganzen Spieltag einmal durchtippen im Dreiweg. Ich gebe auch immer sogar einen Ergebnistipp dazu. Ja. Das alles sehr kurz, komprimiert, kompakt für euch zum Nachtippen. Ich bin sehr gespannt. Ich würde sagen, wir starten mal direkt rein in dieses neue Format. Aber wie immer an der Stelle, Leute, zweimal pro Woche kriegt ihr eine E-Mail, wenn ihr bei uns eingetragen seid in den Newsletter-Verteiler. Ist ein extrem wichtiger Newsletter-Verteiler für all diejenigen, die richtig Profit machen wollen mit Sportwetten. Da kommen gute Tipps rein, gute Tools, gute Deals. Also tragt euch direkt ein. Wie gesagt, der Verteiler unter dem Video ist der Link. Ja, und übrigens eins noch, ist ganz wichtig, es gibt eine kostenlose Zugabe für all diejenigen, die eingetragen sind, denn in einer der ersten E-Mails, die du bekommst, bekommst du kostenlosen Zugang zu unserer wirklich sehr rentabel laufenden Tennis-Telegram-Gruppe. Da werden nur Tennis-Tipps gepostet von einem echten Experten für dich kostenlos als Zugabe. So. Jetzt geht's direkt in deine Gruppe, Kai. Deine Premium-Gruppe, in den letzten Tagen lief es wie? Vielleicht kannst du mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ja, Tim, in den letzten Tagen lief es ganz gut, so wie auch seit Monaten. Ich denke, jeder, der auch bei uns in der EM-Gruppe mit dabei war, wird seinen Profit gemacht haben. Du kannst ja mal einblenden, aktuelles, tagesaktuell quasi, was so bei uns in der Gruppe so passiert. Es werden ja nicht nur Wettscheine gepostet mit Einheiten, Buchmacherempfehlungen, alles drum und dran. Also ein Rundum-Sorglos-Paket, sondern wir schauen auch immer mal wieder ein bisschen über den Tellerrand hinaus Richtung Buchmacher und wie wir da profitieren können von manchen Buchmacher-Boni. Ja. Und tatsächlich gibt es jetzt einen neuen Buchmacher auf dem Markt, wo ich tatsächlich einen Fehler im System aufgedeckt habe, einfach eine Art Programmierfehler, was die Bonusumsatzbedingungen angeht. Wenn ich sowas sehe, dann veröffentliche ich es direkt bei uns in der exklusiven Premium-Gruppe und klicke ruhig nochmal weiter. Dann erkläre ich das Ganze. Es geht um den Buchmacher Jack One, so viel sei schon mal gesagt. Und wenn ihr auch davon profitieren wollt, wie ich dort quasi dieses System aufgedeckt habe, so ein sehr neuer Buchmacher, ein bisschen grün hinter den Ohren und ich habe das Ganze in einer Audiodatei verpackt, erkläre ich euch, wie ich sehr profitieren konnte. Ich hatte dort den 100 € Bonus gespielt, dann hat man ja erstmalig 200 € auf dem Wettkonto und nach 8 Tagen habe ich mir da über 700 € auszahlen lassen. Ich erkläre es in der Gruppe, wie sowas geht und hier sieht man auch nochmal einen Schein von gestern, da haben wir die Champions League Quali angespielt, der ist auch sehr schön durchgegangen. Audiodatei natürlich auch fast zu jedem Schein als Analyse, ähnlich wie ihr es hier aus dem Wettbüro gewohnt seid. Also es lohnt sich auf jeden Fall zumindest mal in die Gruppe mit dem Anfangsrabatt im ersten Monat mal zu starten und reinzuschauen, was da so passiert. Absolut. Ja, das ist natürlich ziemlich genial, vor allen Dingen das, was du da entdeckt hast mit dem Wettanbieter. Und das sind genau die Tipps, die natürlich jeder haben will und wovon man echt profitiert nachher. Es geht ja nachher echt um richtig Geld, wenn wir setzen. Und natürlich wollen wir das ja machen, um Geld zu verdienen und nicht um Geld zu verbrennen. Also Leute, kommt in die Tippgruppe, den Zugangslink bekommt ihr unterhalb dieses Videos und dann könnt ihr direkt reinstarten. Ja, und jetzt gehen wir in die neue Gruppe Kai tippt und jetzt machen wir was ganz Verrücktes. Wir gehen einmal durch die zweite Bundesliga und zwar durch den zweiten Spieltag und Kai, du gibst uns einfach mal deine heißesten Tipps. Ja, ich erkläre mal, wie das Ganze ablaufen wird. Ähnlich tatsächlich wirklich wie im Radio. Ich werde alle Spiele in einem Kurzformat mal eben analysieren.
pro Spiel, sage ich mal so 20, 25 Sekunden. Ich werde dann den Dreiweg tippen und auch einen Ergebnistipp dazugeben. Du lockst die Tipps alle ein und wir werden, so viel sei schon mal vorweg gesagt, immer am Ende auf eine monströse Summe kommen, die wir immer mit 1 Euro anspielen. Das Ganze ist natürlich einerseits als Jux zu verstehen, andererseits aber natürlich auch als ernst gemeinte Analyse der Spiele. Mhm. So in dem Format werden wir bei uns in der Premium-Gruppe natürlich nicht setzen. Das hat schon alles Hand und Fuß, was wir da machen. Da werden wir jetzt nicht 8er, 9er Kombis setzen. Aber hier, denke ich, ist ein sehr, sehr interessantes Format und jeder kann so seinen Teil daraus mitnehmen. Super cool. Also würde ich sagen, starten wir mal direkt rein. Ich öffne hier mal unseren Buchmacher Betano und dann kann es direkt losgehen. Wir sind jetzt hier schon in der zweiten Bundesliga in der Gesamtübersicht. Genau, Tim. Wir werden 8 Spiele mit reinnehmen, weil ein Spiel bietet der Buchmacher nicht an. Das ist das Spiel zwischen Karlsruhe und Darmstadt. Wegen Corona-Probleme bietet er das nicht an. Das ist ihm wahrscheinlich zu heiß. Deswegen 8 Spiele. Auf los geht's los, Tim. Du gibst den Startschuss und dann fange ich an. Auf geht's. Freitagabend Paderborn gegen Nürnberg. Paderborn mit einem Auftaktunentschieden in Heimheim 0-0. Nürnberg allerdings auch 0-0 zu Hause gegen Aue. Da hatten sich die Klubberer wahrscheinlich ein bisschen mehr versprochen. Beide Mannschaften im Umbruch, bei Paderborn extremer Umbruch. Nürnberg will ja tabellarisch mal wieder ein bisschen hoch in der Tabelle. Beiden Mannschaften fällt es noch schwer, das sieht man auch morgen Abend. Deswegen unentschieden 1-1. Okay. Samstag geht's weiter. Regensburg gegen Sandhausen. Regensburg mit dem Auftaktsieg in Darmstadt. Darmstadt allerdings Corona geplagt. Immerhin Auftakterfolg, 3 Punkte für Regensburg. Sandhausen mit einer doch klaren 0-2 Niederlage zu Hause gegen Düsseldorf. Hier trifft auch Heimstärke auf Auswärtsschwäche, zumindest war das so in der letzten Saison der Fall und das wird sich auch am Samstag so fortführen. Regensburg gewinnt 1-0. Okay. Ingolstadt gegen Heidenheim. Nächstes Spiel. Ingolstadt auswärts in Dresden mit 3-0 unter die Räder gekommen. Für Ingolstadt geht es nur um den Klassenerhalt in der zweiten Liga, das ist schon mal klar. Jetzt kommt Heidenheim, die eher ja auswärts schwach sind, die sich aber auch erstmal wieder finden müssen. Haben das Auftaktspiel zu Hause nur 0-0 gegen Paderborn gespielt. Ingolstadt wird unangenehm sein. Heidenheim, wie gesagt, in der Findungsphase, trifft nur einmal durch Tim Kleindienst. Am Ende geht es trotzdem unentschieden aus, 1-1. Okay. Hannover gegen Rostock. Hannover mit einem tatsächlich sehr, sehr starken Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit in Bremen, 1-1 dort gespielt. Und Rostock hat so ein bisschen die Härte der zweiten Liga zu spüren bekommen. Auftaktniederlage 1-3 gegen den KSC und in Hannover wird es nicht viel leichter werden. Rostock wird auch dort nichts holen. Hannover gewinnt 2-1. Okay. Düsseldorf gegen Bremen, das letzte Spiel 20:30 Samstagabend, Topspiel. Düsseldorf, souveräner Auftakterfolg in Sandhausen mit 2-0. Bremen hatte dann am Ende tatsächlich Glück, das Spiel gegen Hannover, das Heimspiel, nicht zu verlieren. 1-1 wird ein offener Schlagabtausch werden. Düsseldorf gegen Bremen. Am Ende geht es unentschieden aus. 1-1. Okay. Dann der Sonntag. Aue gegen St. Pauli. Aue Auftakt unentschieden in Nürnberg. Damit sind sie sicherlich zufrieden. Eher ein Punkt Gewinn für Aue. Pauli zu Hause ein Feuerwerk gezündet. 3-0 gegen Kieler, die sich aber auch erstmal wieder finden müssen, nachdem der Aufstieg verpasst wurde. Aue gegen St. Pauli, sehr, sehr enges Spiel. Pauli trifft in der 88. Minute zum 2-1 Erfolg. Sieg St. Pauli. Okay. Kiel gegen Schalke, auch ein Topspiel. Allerdings beide Teams ihr erstes Spiel verloren, deswegen ordentlich Brisanz drin. Kiel unter die Räder gekommen in Pauli, ich habe es gesagt. Die müssen sich erst nach dieser verpassten Aufstiegsrelegation finden. Und Schalke steht, ja, man kann schon fast sagen, wieder mit dem Rücken zur Wand. Auftaktniederlage und das verdient, absolut abgebaut in der zweiten Hälfte gegen den HSV. Allerdings haben die Kieler noch viel, viel größere Schwierigkeiten, sind da wirklich auf dem Findungsmodus. Und Schalke nutzt das im Endeffekt aus und gewinnt in Kiel mit 2-1. Okay. Und das letzte Spiel, Topspiel, Erster gegen Dritter, Sonntag, Hamburg gegen Dresden. Der HSV mit einer sehr, sehr starken zweiten Hälfte auf Schalke, dort 3-1 gewonnen. Dresden aber auch mit einem furiosen Heimauftakt, 3-0 gegen Ingolstadt. Dresden wird per se sicher in dieser Liga ein gutes Heimteam sein, wie sie auswärts klarkommen.
Das wird sich noch zeigen. Gegen die Hamburger mit deren individueller Klasse haben sie allerdings am Sonntag nichts entgegenzusetzen. Hamburg gewinnt das Spiel mit 3-1. Okay. Ja, Wahnsinn. Also das sind jetzt hier mal richtig heftige 8 Tipps. Wenn wir die mal hier zusammenpacken auf einen Schein, hätten wir einfach mal eine 1302er Kombi mit dieser Quote. Das ist ja der Oberhammer. Also ob die so kommt, naja, das gleicht so ein bisschen einem Lottospiel, aber natürlich trotzdem saubere Analysen. Wer Bock hat, der zieht sich jetzt einfach ein paar Tipps zusammen, so wie er der Meinung ist, dass es auch zusammenpasst. Ihr habt jetzt Kais Expertenmeinung auf jeden Fall. Das war ein richtiges Feuerwerk an Tipps und das ist natürlich super, super wertvoll, um sich so ein bisschen inspirieren zu lassen. Also vielen Dank, Kai, für deine Tipps und jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in den zweiten Teil unseres Videos und zwar an der Stelle verlosen wir ja immer unsere Paysafe-Card und 10 Euro Paysafe-Card für all diejenigen, die beim letzten Mal unterhalb des letzten Videos den richtigen Ergebnistipp reingepostet haben und da hatten wir das Spiel Brasilien gegen Deutschland ging 4-2 aus, aber das hat leider niemand gewonnen, Kai, an der Stelle. Aber gut, das ist dann manchmal so, aber wir haben ein neues Spiel, ja, ein neues Gewinnspiel. Ja, 4-2, die Deutschen sind ja mittlerweile schon aus dem Olympiaturnier ausgeschieden und ja, wir hatten doch einige Tipps in den Kommentaren, aber 4-2, da ist jetzt keiner drauf gekommen, wäre ich vor dem Spiel allerdings auch nicht. Es hätte auch, glaube ich, 8-2, 9-2 rausgehen können, sei es drum. Aber klar, am Wochenende schon wieder die nächste Chance, die 10 Euro Paysafe-Card zu gewinnen. Und da bieten wir das Spiel Kiel gegen Schalke am Sonntag an. Jetzt schon absolut brisantes Spiel. Da sind wir gespannt auf eure Tipps. Genau so ist es. Kiel gegen Schalke. Leute, postet jetzt unterhalb dieses Videos euren Ergebnistipp. Und ganz wichtig, derjenige, der am Gewinnspiel teilnehmen will, der muss bei uns im E-Mail-Verteiler eingetragen sein. Aber das ist eure Chance. Wir werten das in einer Woche aus im nächsten Video und dann bist du vielleicht dabei und bekommst von uns 10 Euro Paysafe Card. Also vielen Dank, Kai, an dieser Stelle für dein Feuerwerk der Tipps und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Woche. So machen wir es, Tim. Viel Erfolg beim Nachspielen. Vielleicht sind wir ja um 1300 Euro reicher in der nächsten Woche. So ist es. Bis dahin, macht's gut.